Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Darkest Dungeon. Und ich habe ja am Ende der letzten Folge gesagt, dass hier wahrscheinlich nur zwei kleinere Kämpfe sind. Wir haben den Fanatiker noch nicht getroffen. Also es kann durchaus sein, natürlich kann er auch da hinten sein, aber es könnte trotzdem sein, dass wir den hier noch begegnen werden. So, mal gucken. Will ich auch gerade, ob ich ihm vielleicht nochmal ein bisschen was zu essen gebe. Wir werden ja wahrscheinlich nur noch einmal hungern. Sprich, einmal vier essen. Gib ihm mal zwei. Dann ist er bei 24. Das hört sich doch gut an. Dann gehen wir mal weiter und hoffen eigentlich fast, dass wir mit dem Stresser hier nicht den Fanatiker treffen. Schauen wir mal. Okay, das ist ja schon mal nicht. Ich würde gerne die junge Dame hier erstmal töten. Weil noch mehr Stress können wir tatsächlich nicht ab. Nice. Das hat richtig gut funktioniert mit dem Zeichnen und dann hier Damage machen. Oh. Ja, moin. Och, komm mal. Was ist los da? Geht das schon wieder los mit dem Ausweichen? Okay, jetzt sind hier ein paar. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Können die betäubt werden, theoretisch? Theoretisch ja, aber wir machen das mal so. Ah, jetzt sind das vier, ne? Okay, die haben aber nur 11 Leben. Das müsste trotzdem ganz gut funktionieren. Ziel markieren und Ziel schwächen. Abwehr haben die ja eher nicht. Ich glaube, der soll einfach Damage machen. 6 bis 10. Könnte rein theoretisch critten und töten. Mach aber mal auf. Ah, super. Und blutet. Perfekt. Dann ist er schon mal weg. So, betäubt ist keiner. Wird auch schwierig. Machen wir so. Geht auch. Easy. Oh. Drei Blut haben wir noch. Okay. Hundeknochen, ey. Brauchen wir auch nochmal. Wenn wir den Fanatiker treffen, solange werde ich es auch aufbewahren. Dann, wenn wir das nutzen. So, heilen musst du dich selbst mal. 10 Schaden, okay. Hoffen wir, wir könnten. Ah. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe mal, wir können ihn vorher nutzen. Weil dann hätte er hier. Oh, beide töten können. Machen wir das so. Der stirbt auch auf jeden Fall. Er trifft nicht. Okay. Okay. Kann man den betäuben? Nee, noch schlechter. Okay, wir brauchen aber auch nur Damage machen. Bitte mal den. Och. Acht Schaden nur. So, und du musst den mal nach vorne holen. Genau, das reicht nämlich, dann ist der tot. Ich hoffe, der macht nur aus dem nichts. Nicht, dass er hier Schleimhieb, okay. Macht ein bisschen Schaden und nichts weiter, okay. Also, wahrscheinlich irgendeine Krankheit wohl da. Und stresst uns hier wieder, auf jeden Fall. Ja, okay, der Kampf ist auf jeden Fall ätzender, als wir vermutet hatten. So, die haben Abwehr. Was ist denn hier mit den Rollern, Alter? Kurz vor der Aufnahme ist hier auch ein Roller vorbeigefahren. Habe ich gedacht, naja, das passt ja wunderbar. Dann fährt er hoffentlich nicht die nächste Zeit hier wieder vorbei. Ich fühle mich manchmal so, als wenn ich hier irgendwie an der Hauptstraße wohnen würde. Normalerweise ist es aber nur eine Nebenstraße. Naja, sagen wir nichts. So, und dann auch noch die schönen Lauten. Boah, sehr gut. So, der ist gezeichnet. 17 Schaden, nice. Kein Bluten, aber ist egal. Den töten wir so. Schade. Schade, dass wir sie nochmal entstressen müssen dann. Na, okay, ist egal. So, ich muss gestehen, ich hoffe nicht, dass wir den Nekromanten ist falsch. Wie heißt er noch? Ihr wisst, wen ich meine, den ich zu Beginn nannte. Fällt mir gerade der Name nicht ein, du. Dass wir den nicht antreffen, ey. Ich hätte da keinen Bock drauf. Den. Oh, ich will jetzt Kleriker sagen, ist auch falsch. Naja, ihr wisst schon.
Vielleicht sehen wir ihn ja jetzt. Eieiei, und der überrascht uns. Ich glaube, es wird hart jetzt. What the fuck? Ist uns das hier. Können wir den bewegen? Will ich gerade, ob mir das egal ist, dass er da hängt? Oder stirbt er? Ich probiere das mal. Vielleicht ist es ja wie bei der Hexe. Und ich gehe jetzt. Okay, gezeichnet wenigstens. Und ich gehe jetzt nur auf ihn. Keine Ahnung, wie viel Schaden er hat. 3 Schaden. Okay, das geht doch. Das ist okay. Das ist der Plan. Dass er da aushält. Und wir nur Damage auf ihn machen. Wieso macht er nur 10 Schaden? Was ist los? Aufgezeichnet. Super. So, sie macht auch nur Damage. Ah, fuck. Kann sie da nicht? Ich hoffe, er kann da seine Angriffe machen. Ich glaube nicht alle, ne? Oh, shit, ey. Geh mal einen zurück. Falls er auch nach hinten muss. Bin gerade nicht sicher. Und ab da kann sie sich jetzt wieder heilen. Boah, dieses Geschrei, ne? Erstmal wieder Ziel markieren. Und dann werde ich ihn nach vorne schicken hier. Oder verschiebt er uns ständig? Ne, uns nicht, okay? Ah, auch furchtsam. Alter Schwede, das wird ein bitterer Kampf. Wir haben halt auch noch kaum Leben abgezweigt, ne? Da ist er, siehst du? Aber das ging ja dann doch noch relativ flott. Mal gucken, wen er da raufholt gleich. 6 bis 11. Damit trifft er nicht. Ziel schwächen. Okay, er kommt jetzt daran. Doch nicht. Wieso hat er 3 Angriffe jetzt? War das nicht zu Beginn 2? Gruppenheal, glaube ich. Nur ihn oder Gruppenheal? Ich will nicht gerade. Er kriegt 4 Schaden. Nee, Heimer einmal hoch. Wobei, ja, okay, mal. Oh, kritisch! Nice. Ich sehe wieder klar, sehr schön. Das war gut. Och, come on! 90 plus Schaden aufgezeichnet und er weicht aus. Oh, sehr, das war gut. Das war richtig wichtig. So, wieder gezeichnet. Ich hoffe, der kann sich nicht heilen, ey. Das wäre richtig bitter. Also, der kann nur das da machen. Heiliger Pfahl, auf ihn wieder. Okay. Achso, ich dachte, er zieht ihn da wieder rauf. Ich brauche einen Heiler. Den wirst du kriegen. Gib mir Zeit. Dann passt das. Naja, stresst euch nur. Sehr schön. 4 Schaden, ja. 9, okay. Urteil vollstreckt. Sie kommt ran. Scheiße. Das ist nicht gut. Er ist nicht gezeichnet. Weniger Abwehr. Er kann hier nichts machen. Er kann sich nur mehr Abwehr geben, weil ich will es nicht angreifen, weil eben in der Ladesequenz kam die Info, dass der noch mehr Schaden macht, wenn wir das Ding hier angreifen. Deswegen würde ich es eigentlich gerne vermeiden. Weiß nur nicht, ob wir es so überleben können. Zumindest stirbt erstmal hoffentlich keiner an Stress.
Ach so, shit, er kann das nicht mehr. Kann man das Ding betäuben? Nee. Ja gut. Gucken, was er jetzt macht. Nichts, okay. Ich glaube, unsere Heilerin kommt aber eh gleich raus. Dass er halt einfach mal drei Angriffe hat, ne? Ja, so ekelhaft. Er ist nicht gezeichnet. Bitte bleib da stehen. Den mal da angreifen, bitte. Oh, ein Heiler, okay. Boah, das wird richtig knapp. Bringt das was, dass ich das... Der verliert halt kein Leben, ne? Fuck, ey. Okay, er steht vorne, ist schon mal gut. Dann kann ich wenigstens mit Skarvik angreifen. Das ist ja ein Kampf, ey, meine Herren. 16 Uhr. Oh, ist noch eine Runde gezeichnet. Ups. So, jetzt hau mal einen raus hier. 19 nur. Und looten bitte. Och. 48 Leben hat er noch. Ja, okay. Heil dich bitte. Kein Schaden. Sie kann Gruppen hier, glaube ich, von da vorne machen. Oh, er direkt da vorne dran. Scheiße. Er wird ausfällig, okay. Ja, läuft ja wunderbar. Nur noch auf ihn. Alles, was geht. Och, come on. Schwelle des Todes. Gruppenheal. Gruppenheal kann sie vorne gar nicht. Vorne glaube ich gar nicht. Habe ich gerade gesehen. Ja, er kann ja nur da. Nein. Ist sie jetzt nicht das 12. Mal schon an der Schwelle des Todes? Er steht vorne, okay. Ich hoffe, sie kann da vorne heilen, ich bin mir nicht sicher. Nun töte den nochmal. Meine Herren. Wie er einfach drei Angriffe immer hat. Heilerin! Die kann da gar nichts machen. Sie wechseln nicht, leck mich doch. Ja, dann eben nichts, Alter. Ja, sterbt doch alle weg. Scheiß auf die Trinkets, ey. Mann. Ist das ekelhaft. Was willst du denn dagegen machen? Ja, ich weiß, dass du blutest. Okay, er wehrt sich erstmal so. Ich hoffe, wir haben noch einen zusätzlichen Angriff. Okay, da können sie wenigstens wieder heilen. Na geil. Was für eine Drecks-Mist-Sache hier, ey. Das läuft richtig scheiße. Das läuft so unglaublich. Wenigstens greift er den an. Und er kommt darauf, alles klar. Er ist schon wieder auf voll Abwehr. Ziel markieren bringt halt nichts, weil wir gar keinen Schaden mehr da hinten machen können. Bluten bringt eigentlich auch nichts. Wir können nur das machen. Das ist hässlich. Jo, alle tot. Weil sie einfach nicht heilen konnte. Meine Fresse, ey. So ein Scheiß hier. Oh. Wir haben kein... wir sind kurz davor, dass wir... Jo. Dass wir... aufhören können. Weil wir kein Geld mehr haben. Jo. Sauer. Komplette Truppe zerstört. Wir kriegen nichts mit.
We fall so that we may learn to pick ourselves up once again. Bin sprachlos. Once our state was the envy of this land. Krächzer, ja, das habe ich schon mal gesehen. Okay. Ja, lief ja Hammer. Gut, dann müssen wir die wenigstens nicht entstressen, ne? Alter Schwede, wir haben 8000 Münzen. Meine Herren, bin ich ein bisschen salzig gerade. Boah. Dieses Spiel, ne? Du denkst die ganze Zeit, oh, hier läuft ja gar nicht so schlecht. Und dann rupp. Hallo? Und dann rupp dich das mal so weg, ne? Hä? Wieso werden hier keine Quests angezeigt? Wie mache ich denn jetzt weiter? Also es gab ein Patch, aber das kann doch nicht sein, dass dieses Patch, das Patch, der die das Patch dazu führt, dass wir hier nichts mehr machen können. Also, wir können hier schon was machen, aber hier können wir nichts mehr machen. Hä, bin ich bescheuert? Ey, ich möchte nicht neu anfangen. Steuerung, Gameplay. Okay. Ja, ich kann kein Geld ausgeben. Aber ich kann halt auch in keine Instanz. Wie geil ist das denn? Da kommt einmal ein Patch und schon kann man keine Quests mehr starten. Oder was ist hier los? Na, wir können eigentlich die beiden auf jeden Fall nehmen. Wir haben ja wieder ein bisschen Platz hier. Egal, was das für Typen sind. Es kommt nicht wieder, ne? So, da die Folgenlänge jetzt gerade noch relativ egal ist, gehe ich mal einmal zum Hauptmenü. Also wir brauchen ja, also wegen Folgenlänge, ich brauche jetzt nicht aufhören. Installiert. Wir haben alle aktiviert. Genau, okay. Kann hier nicht deaktiviert werden. Das ist Mist. Das ist echt Mist. Vor allem, weil es richtig viel Zeit gekostet hat, überhaupt so weit zu kommen. Und ich weiß nicht, ob ich den Nerv habe, hier schon wieder neu zu starten. Also wir kommen ja nicht drum rum, aber... Aha. Gut. Ich bin wieder entspannter. Okay. Bis auf, dass wir trotzdem hier 7000 Leute gerade verloren haben, bin ich doch wieder ein bisschen entspannter. Gut, aber wo können wir denn hin jetzt? Veteran, Lehrling. Ja, wir müssen ja hier neue ausbilden. Hilft ja nix. Gundam. Nach Stufe. Leonie. Er ist hier mit dem Finale, ne? Schnitt. Finale hat er noch nicht ausgebildet. Der andere aber... Hatten wir Tütendackel schon Finale gegeben? Nee. Wird eigentlich aber gerne erstmal... die ganzen Nuller... erstmal die Chance geben. Ach Gott, wen haben wir denn alles verloren? Lass mal gucken hier. Alter Schwede. Also... ich sag mal, was ist mit dem Roller nicht richtig? Fährt er jetzt hier alle 5 Minuten vorbei, oder was? Ganze Salz hier in dem Raum. Das wird nicht besser. So, wir haben verloren. Die 4, Skarvik. Achso, was ist Leonie? So, Skarvik. Ja, Skarvik hat auch überhaupt die ganze Runde da immer rumgestresst. Wir haben Omme verloren, richtig übel. Omme. Omme war stark, ey. Aber wir hatten auch keine, die hinten Schaden gemacht haben, ne?
Und Namama haben wir verloren, aber wir haben gerade noch keinen weiter. Muss ich mal versuchen, dran zu denken. Wir haben ganz vorne noch keinen. Kannst du auch ganz vorne? Nee, ganz vorne kannst du überhaupt nicht. Und ich würde dich natürlich auch gerne auf 1 bringen. Du kannst natürlich vorne auch. Kannst du ganz vorne? Jo. Dann machen wir das so, so, so. Dann haben wir hier den Heiler. Also der ein bisschen heilt. Dann haben wir hier ihn, der ein bisschen Damage macht. Und uns auch nochmal stärkt. Dann haben wir hier auch nochmal Damage. Ja. Kann betäuben. Und hier halt auch nochmal ein bisschen Heal mit bei. Ja, und müssen wir hier rein. Und eigentlich möglichst wenig Geld ausgeben. Hier erinnert er uns wieder nicht, dass wir Trinkets mitnehmen sollen. Finde ich immer, also finde ich komisch. Ich glaube, wir nehmen davon nur 12, davon 1 und 2 Schlüssel. Mehr können wir nicht mitnehmen. Ja. Ich glaube, anders können wir da nicht hin. Boah, mich ärgert das gerade noch so, dass wir einfach alle verloren haben. Wir haben nicht einen, sondern alle verloren. Boah, der ist aber auch hart. Der hat 3 Angriffe. Normalerweise musst du Schilde mitnehmen für den Boss. Diese Schlangenschilde. Dann müssten wir theoretisch nochmal mit dem Schlangentypen nochmal ein bisschen weitergehen. Wo wir lagern, um diese Schilde auch nochmal zu bekommen. So, die Bücherseite brauchen wir auch wieder nicht. Also aber kohletechnisch läuft das echt scheiße. Wir müssten nochmal mit der anderen Tante, die auch nochmal ordentlich Kohle macht, auch nochmal in Instanzen gehen. Ich habe momentan echt das Gefühl, es läuft kohletechnisch echt mies. So. Bluten. Können alle ganz gut bluten. So, dann bringen wir die beiden gleich zum Bluten. Das ist doch ganz okay. Hoffe ich. Wahrscheinlich stirbt mir die Gruppe hier auch noch weg. Ja, machen wir mal so. Zum Flächenschaden. Kannst. Ah, okay. Nee, du brauchst nur auf. Ordentlich bluten lassen. 6 Schaden, sehr gut. Der kriegt 2. Einmal Flächenschaden noch drauf, dann reicht das. Und bluten dann aber wenigstens. Geht auf 3, ja, okay, reicht nicht. Sehr gut, verfehlt ist an der Stelle nicht so schlimm. Boah, ich muss auf der nach der Folge auf jeden Fall mal einmal so ein bisschen frische Luft schnappen, weil ich hier so gerade so ein bisschen, man merkt das wahrscheinlich nicht, aber etwas salzig bin. So, der ist down. Und der ist down. Sehr gut. Wir brauchen nur noch auf den ersten. Geht er damit nach vorne? Er geht nach einem nach vorne. Will ich eigentlich nicht. 3 nach vorne. Machen wir das so. Kritisch. Jo. 11 Schaden. Reicht leider nicht. Ich hoffe, er ist noch vorher dran. Müsste er nicht, der Hundi ist relativ zügig. Betäuben könnte er ihn nicht, aber genau, das reicht schon. Er muss ja nur ein bisschen Schaden machen. Ja, dann reicht's perfekt. Easy. Ja gut, das brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Also wir kriegen direkt einen Angriff gleich. Mann! Null Heal. Und diesmal war es zum Glück nicht so wichtig. Aber 0 Heal ist jetzt auch nicht so optimal. So, weiter geht's. Hey, hey, hey. Immer vorsichtig beim Öffnen, ne? 83. Ich meine, die mit Finale sind schon geil. Warum kriegen wir so einen krassen Gegner hier? Shit, damit gehen wir einen nach vorne. Habe ich gerade nicht auf dem Zettel gehabt. Aber passt sogar noch eine Runde. Man hätte überlegen können, ob er das einfach nochmal farmt hier. Oder nicht farmt, sondern warte mal. Weniger Schaden. Ne, braucht er ja nicht. Weniger Ausweichen. Die haben... Oh,
Wir haben. Oh, er hat ordentlich einen Ausweichwert. Hier seinen Gesang nochmal macht. Ich glaube, der wäre da vorne besser gewesen. So, und du musst den töten. Ja. Sehr gut. Aber ist ordentlich stressig hier für die. Könnte man tatsächlich auch schon wieder überlegen, ob man die nicht einfach zum Teil nochmal austauscht. Die Jungs. Weil Entstressen ist halt gerade zu teuer. So, auf ihn Schaden ist eigentlich gar nicht so schlimm. Er holt sich das wieder. So, damit geht er nicht nach vorne. Damit geht er nach vorne. Weil wenn er ganz vorne steht, ist eigentlich für ihn ja auch nicht so schlimm. Ja, easy. Weil er von da eigentlich genauso gut arbeiten kann. So, ausweichen. Er hat nochmal ordentlich ausweichen. Nehmen wir das auch nochmal runter, damit wir auch ja treffen. Kann er noch nicht. Mach nochmal ein bisschen Damage hier auf ihn, bitte. Bisschen aber nur, nicht übertreiben, danke. Yo! Easy. Vielen Dank. So, gegengezeichnet. Na jo. Ah ne, ja, shit! Er war gezeichnet. Ah, okay. Aber dadurch ist er wenigstens tot. Okay, gut. Hä? Ja doch. 8 von 20. Ah shit, das reicht nicht. Ja, okay, ist noch nicht unter 40. Super. Okay, dann ist er jetzt leider down, dann kann er sich nicht mehr heilen. Dann sollten wir gleich nochmal so heilen, wenn wir die Chance haben, ranzukommen. Ja. Am besten ihn. Jawohl, wir hätten ihn gar nicht heilen brauchen, weil dann hätte er sich einfach beim nächsten Gegner geheilt. Wir hätten ihn hochheilen sollen, das wäre, glaube ich, klüger gewesen. Aber gut. Ja, die Einladung des Barons, die müssen wir nicht mitnehmen. Ich habe den freundlichen Hinweis bekommen, dass man so viele nicht fahren muss. Jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein. Sorry dafür. Aber ich habe es ja, glaube ich, beim letzten Mal auch schon nicht mehr mitgenommen. Och komm, zwei Kämpfe hintereinander. Was ist denn hier los? Das läuft echt nicht mega gut für mich gerade, ne? Mann, doch. Wer trifft nur die hier vorne? Ja, Finale brauchen die natürlich, ne, die Jungs. Ist ja klar. So, hier bei ihr mal ausweichen rausnehmen und gezeichnet, dann kann ein Huni nämlich gleich mal ein bisschen Action machen, ne? Jetzt lass den Jungen noch mal in Ruhe. Er geht noch mal rauf, ist todisch. Ne, okay. So, bitte töten. Danke. Die stresst nämlich sonst zu viel. So, jetzt heile ich mal. Ja, reicht nicht. Genau. Dann heilt er sich jetzt einmal schön hoch. Kritisch auch noch. Perfekt. Dann können wir Huni wieder hochheilen. Ich glaube, der ist ziemlich stark, ne? Zwei Geschwindigkeit für alle, Präzision für alle. Schade, dass es nicht irgendwie Ausweichen oder so erhöht. Oh, nice. Letztes Mal 0, diesmal kritisch. Wo wird er jetzt sein? So, er ist leider nicht gezeichnet. Können wir den betäuben? Jo. Easy. Easy betäubt. Ja, und Crit halt, ne? Okay. Finde ich gut. Und sein Finale ist halt episch dann, ne? Ah, ist eigentlich mal ein Kollege für einen Boss. Wobei Finale... Ah doch, Finale geht auf jede Position. Da habe ich da letzte Mal extra geguckt. Kein Bluteneffekt, ist klar. Habe ich mir gedacht. 1 bis 2 Schaden. Mhm. Ist interessant. Wobei er natürlich betäubt war und nicht so eine hohe Geschwindigkeit hat, ist er halt jetzt tot. Gut. Ja, müssen wir wahrscheinlich mal ein paar Trinkets verkaufen. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir gucken mal, wie wir uns hier durchschlagen und hoffentlich wieder ein bisschen Geld ansammeln. Ja, vielen Dank. Bis bald. Euer Gonchi. Tschüss.